Kommandozentrale London Nautica, Transporter Nummer 4. Meine Ladung ist zerstört. Ich wurde von einem verdammten Terroristen angegriffen und kam gerade noch mit dem Leben davon. Verstanden, Transporter 4. Vollständige Einsatznachbesprechung nach Ihrer Ankunft. Verdammter Mist, er ist im Schiff! Oh! Oh! Transporter 4, melden Sie sich. Transporter 4. Was ich alles in diesem Leben gesehen habe. Üble Scheiße, die dir den Magen umdreht. Dein Haar grau werden lässt. Okay, Captain Cowboy, Roger. Hier spricht Ihr Kumpel Klaus Kreuz im Wagen auf dem Weg zum London Nautica. Gehen Sie nach unten zu den Parkplätzen, dann sammle ich Sie ein. Roger? Ich habe 1000 Schlachten gesehen. Das London Nautica eröffnet das Feuer. Ich glaube, die schießen auf Sie. Ich habe die Sonne auf 5 Kontinenten untergehen sehen. Ich habe Staub vom Mond aufsteigen gesehen. Aber alles, was ich will, ist dich wiederzusehen. Captain Blaskovich. Ich weiß viel über Sie. Wir haben denselben Namen. Sie und ich. Wilhelm. William. In Amerika nennt man mich Deathhead. Gefällt mir nicht. Ich bin ein glücklicher Mann. Schauen Sie her. Es klingt so negativ. Sagen Sie es richtig. Einmal sagen Sie es korrekt. Toten. Leskovich, ich hasse schlechte Nachrichten, aber hier geht alles den Bach runter. Hatten keine Zeit, uns vorzubereiten. Ich bin am tragbaren Funkgerät. Sie sind hier drin. Und jetzt in den Wagen. Wir müssen fahren. Wir stecken ordentlich in der Scheiße, Johnny Cowboy. Hoffentlich kommen wir noch rechtzeitig nach Hause. Berlin. Bitte kommen, Berlin. Wie ist Ihr Status? Wird immer schlimmer. Keine Ahnung, wie lange wir das noch aushalten können. Hier wimmelt's nur so von Totenkopfsmännern. Die werden von ihrer alten Freundin Frau Engel angeführt. Totenkopf muss sie für ihre Taten im Lager befördert haben. Caroline ist bei mir. Haben uns im Hubschrauberhangar verschanzt. Sitzen in der Falle. Diese Schweine sind überall. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Ein paar sind tot. Der Rest versteckt sich. Ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns alle finden. Das ist grausam.
so zu träumen und dann in der Wirklichkeit aufzuwachen. Manchmal muss man sich wirklich daran erinnern, wofür man eigentlich kämpft. Es ist soweit. Nach dem, was wir über Totenkopfs Basis wissen, werden die Gefangenen in den unteren Etagen bei den Versuchslabors festgehalten. Wir passen den richtigen Moment ab. Wir haben jetzt die Entschlüsselungscodes. Wir tauchen ran, kommen erst kurz vor der Basis an die Oberfläche. Sie machen die verdammte Außenwand mit der Kanone platt, dringen so schnell es geht in die Basis ein. Sie werden das Feuer erwidern. Also tauchen wir, bevor sie das U-Boot versenken. Dann ziehen wir uns in sichere Entfernung zurück. Wenn sie drin sind, dringen sie in die unteren Stockwerke vor. Befreien sie die Gefangenen. Wir schicken den Hubschrauber rein. Sind alle dann sicher in der Luft, machen wir die Sprengköpfe scharf. Zünden die Atombomben. Ebnen alles ein. Bumm, zack. Kein Totenkopf mehr. Passen Sie auf sich auf. Vergeigen Sie es nicht, Sie grandioser Scheißkerl. Max Haas!